Hallo zusammen und herzlich willkommen bei SBS Tutorial. Heute wird es darum gehen, wie man im WinCC Flexible und im TIA WinCC die temporären Daten ordnungsgemäß löscht und gewisse Fehler vermeiden kann. Die erste Frage wird natürlich sein, warum soll ich überhaupt die temporären Daten löschen? Na gut, es gibt einige Kuriositäten, die im Zusammenhang mit temporären Daten stehen. Typische Fehlerbilder wären dann, es werden Fehler bei der Übersetzung angezeigt, wo überhaupt keine sind. Es kann keine Verbindung zu einem SQL-Server hergestellt werden. Die HMI kann nicht abgedatet werden. Skripte werden nicht ordnungsgemäß ausgeführt, obwohl der Code richtig ist. Objekte in der Runtime werden nicht angezeigt, obwohl keine Animation mit Sichtbarkeit angelegt wurde. Und eigentlich kann man sagen, dass bei jedem seltsamen Verhalten die temporären Dateien schuld sein können. So, wie löschen wir die nun? Beginnen wir im WinCC Flexible. Hier probieren wir als erstes das Projekt optimiert zu speichern. Bei diesem Vorgang werden dann die datenbankverteilten Projektdaten zusammengefasst und neu geordnet und gespeichert. Ein positiver Nebeneffekt wäre noch, dass die Projektgröße drastisch reduziert wird. Nachdem das Projekt optimiert gespeichert wird, gehen wir auf Generator und generieren das komplette Projekt neu. In den meisten Fällen sollten die größten Probleme dann schon behoben sein. Wenn nicht, klicken wir auf Extras, temporäre Dateien löschen. Dabei werden dann die vom Compiler erzeugten Dateien gelöscht. Nachdem wir das erledigt haben, klicken wir auch wieder auf Alles neu generieren und die Fehler sollten behoben sein. Dann wechseln wir in das TIA WinCC und wollen hier das gleiche durchführen. Leider gibt es die Button Speichern und Optimieren sowie temporären Dateien löschen nicht 1:1. Aber wir haben die Möglichkeit, unter Übersetzen Software-Bausteine komplett zu übersetzen. Das entspricht dann ungefähr Alles neu generieren im WinCC Flexible. Wie ihr gerade seht, hat er beim Übersetzungsvorgang Fehler gebracht und ich habe aber eigentlich keine Fehler im Projekt, da dieses noch ziemlich leer ist. Jetzt gibt es den Button temporäre Dateien löschen nicht und deshalb müssen wir uns über einen Umweg behilflich sein. In unserem Projektordner oder besser gesagt in unserem HMI-Ordner gibt es eine Datei, die alle temporären Variablen speichert. Diese können wir jetzt einfach rauslöschen und generieren das Projekt dann komplett neu. Aber bevor ich das mache, blende ich euch den Speicherort ein, damit ihr den auch bei euch finden könnt. Dann sind wir wieder im TIA WinCC und wie angekündigt, generieren wir das komplette Projekt neu und schauen, was passiert. Und siehe da, das komplett gleiche Projekt hat auf einmal keine Fehler mehr. Warum Siemens den Button temporäre Dateien löschen im TIA, wenn sie sie entfernt habt, ist mir total schleierhaft, aber zum Glück wissen wir uns jetzt zu helfen. Ich hoffe, mein Video konnte dir weiterhelfen und wenn du kein Video mehr versäumen willst, klick einfach auf den Abo-Button und lass am besten eine positive Bewertung da und ja, das war's. Ciao, bis zum nächsten Mal.